Angesichts der neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse, nach denen eine Übertragung von der Kuh auf das Kalb von BSE möglich ist, stimmen aber Bund und Länder darin überein, dass in den wissenschaftlichen Gremien der Europäischen Kommission möglichst schnell und möglichst kurzfristig eine wissenschaftliche Überprüfung der Unbedenklichkeit von Milch herbeigeführt werden muss. Die Bundesregierung hat sich daher heute mit Nachdruck an die Kommission gewandt, um diese Bewertung einzufordern. Die wissenschaftlichen Ausschüsse, dies trifft auch für den interdisziplinären Ausschuss zu, müssen möglichst schnell tagen. Wir brauchen kurzfristig eine Bewertung der Ergebnisse durch die wissenschaftlichen Ausschüsse, um zu überprüfen, ob die beschlossenen Maßnahmen ausreichen oder ob möglicherweise weitere Maßnahmen erforderlich sind. Bei Rindern, die aus britischen Beständen stammen, für die nicht sicher nachgewiesen werden kann, dass BSE nicht aufgetreten ist, werden die letztgeborenen Kälber unter amtliche Beobachtung gestellt und es wird ein Abgabeverbot ausgesprochen.